lieben Diamonds und herzlich willkommen zu meinem Happy Mail Video. Und zwar habe ich eine Post, also beziehungsweise ich habe mehrere Briefe, Postkarten bekommen in den letzten Wochen. Und eins ist ganz frisch gestern eingetroffen. Ich wollte es gestern eigentlich noch online stellen, abfilmen, wie auch immer. Habe es nicht mehr geschafft, deshalb mache ich es jetzt. Dann hole ich noch mal was. Ich habe Zuschauerpost bekommen. Das hier ist von Janine X. Den Kanal verlinke ich hier drunter in der Videobeschreibung. Also schaut gerne mal bei ihr vorbei. Die freut sich über jeden, der mal vorbeischaut. So, wo habe ich denn jetzt... Wo habe ich denn jetzt die Pinnwand? Ja, das ist jetzt die Frage. Moment, bin sofort wieder da. So, also wie gesagt, ich habe in den letzten Wochen seit meinem Geburtstag zwei schöne Briefe erhalten, noch eine Postkarte, die habe ich leider verschludert irgendwo, die liegt garantiert bei mir im Schlafzimmer, weil ich sie da gelesen hatte, und die Post von Janine X. Als erstes möchte ich sagen, ihr könnt mir jederzeit gerne schreiben oder Kleinigkeiten schicken, wenn ihr möchtet, wenn ihr Lust drauf habt. Packstation ist in der Beschreibung verlinkt, die Briefadresse werde ich auch noch verlinken. Ansonsten schreibt mich einfach an per E-Mail. Ne? diamondspictures@gmx.de oder auch, wenn ihr jetzt nicht genau mitschreiben könnt. In der Videobeschreibung ist alles komplett verlinkt. Auch eine PayPal-Adresse, an die ihr Unterstützung spenden könnt, wenn ihr Lust drauf habt. Ne? Also für die PayPal-Sachen, die reinkommen, werde ich für die Videos natürlich Hauls finanzieren. Und Equipment, ne, ich werde alles natürlich auch nachweisen, nachzeigen. Wie ihr vielleicht letztes Mal schon gesehen habt, ich glaube, ich habe es auch erwähnt, habe ich jetzt durch die PayPal-Spenden von euch, ihr Lieben, ich danke euch von Herzen, habe ich meinen Arbeitslaptop zusammenbekommen. Jetzt wollte ich mich ganz, ganz doll bedanken, dass so viele geholfen haben, dass ich mir einen gebrauchten Laptop holen konnte. Ich habe leider keinen brandneuen bekommen, weil die sehr, sehr teuer sind. Aber einen guten, guten gebrauchten, und da kann ich euch die Seite empfehlen, gebrauchtcomputer24.de. Na, ich habe einen gebrauchten Computer bekommen mit i5-Prozessor, 12 GB Arbeitsspeicher, das ist schon echt gut zum Videoschneiden, und 350 oder 320 GB Speicherplatz für Fotos, Videos, wie auch immer. Also die Seite kann ich nur empfehlen. Es hat zwar am Anfang das Akku nicht funktioniert, aber ich habe sofort hingeschrieben und habe ein neues geschickt bekommen innerhalb von weniger Tagen. Ne? Also das ist schon echt toll. Das gute Stück hat 250 Euro gekostet. Für den Rest habe ich mir ein Mikro besorgt und noch ein paar Kleinigkeiten zum Video drehen, die ich euch die Tage noch zeigen werde. Also, alles gut. Wie gesagt, ihr könnt jederzeit mir schreiben, mir E-Mails schreiben, Post schicken, Paketchen schicken. Ihr könnt mich unterstützen, indem ihr bei PayPal spendet. Ne, all sowas, damit ich mehr Holz machen kann, mehr Diamond Painting Sachen besorgen kann für euch, die ich euch präsentieren kann. Ihr könnt, ihr müsst aber nicht. Ne? Also lasst euch das gesagt sein, es ist jetzt kein Aufruf, kein Betteln, sondern ihr könnt, wenn ihr möchtet, weil ich schon öfter gefragt worden bin. Deshalb sage ich das jetzt hier. Na? So, jetzt fangen wir aber mal an. Diese Karte habe ich jetzt zum Geburtstag gekriegt von der lieben Pia. Ich bin immer noch sehr, sehr stolz drauf. Das war meine erste Zuschauerpost. Andere nennen es Fanpost, ich Zuschauerpost, weil ihr nun mal meine Zuschauer seid und keine Fans irgendwie, die kreischen vorm Gitter stehen. So, das fand ich so süß. An meinem Geburtstag. Ich danke dir nochmal dafür, Pia, ne, falls du das siehst. Ich habe die Karte immer noch. Sie hängt an meiner Pinnwand. Dann hatte ich von... Ja, genau. Ich glaube, das war von Kathleen, die mir zum Geburtstag auch eine Kleinigkeit geschickt hat. Da danke ich dir auch sehr für. Dann in letzter Zeit haben mir einige geschrieben per E-Mail. Die Jutta, die Kati zum Beispiel. Also ich freue mich wirklich über jeden, mit dem ich schreiben kann. So ein bisschen Kontakt zur Außenwelt ist schon ganz toll. Dann bin ich natürlich auf Facebook in Kontakt mit Janine X.
Genauso wie mit Mine und Katrin und Britta und also Brianna. Und bei Janine gab es in letzter Zeit ein paar Besorgungen, die sie gemacht hat. Und ich habe gesagt, boah, die Sachen sind ja toll. Dann hat sie mich spontan nach meiner Adresse gefragt. Ich habe mir gedacht, so, okay, gebe ich ihr. Vielleicht will sie mir irgendeine Karte schicken oder was weiß ich. Und dann kam das hier. Ich zeige jetzt bewusst nicht die andere Seite, weil da unsere Adressen draufstehen. Aber der Inhalt ist gigantisch. Wir haben hier, nein, das sind keine runden AB-Steinchen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann. Fixiere, genau. Es sind quadratische. Quadratische AB-Steinchen, die man so nur aus Amerika kriegen kann im Moment. Oder von speziellen Shops. Ich habe sie bisher nur auf Etsy gesehen. Sie gibt es wohl auch bei Alibaba. Wo man aber eine Umsatzsteuer und Gewerbe irgendwie. Naja, gut. Kleingewerbe muss ich ja eh anmelden, von daher kann ich da auch bald wohl kaufen. Aber wenn ihr auch solche Steine haben möchtet, wendet euch mal an Janine X. Ich glaube, sie hat noch welche im Vorrat. So, dann gab es die Farbe Weiß. Ist ja nicht so, dass sie mir nur ein Beutelchen geschickt hat. Nein. Das war Beutel Nummer 2 und die sind wirklich voll, ne? Also da ist wirklich eine Menge drin. Dann Rot mit Schimmer. Und diese geniale Farbe, ja? Lila. Falls ihr es sehen könnt, die Steine haben mega Qualität. Sieht aus wie Harzsteinchen. Wahnsinn. Wahnsinn. Diese Farben. Jetzt, wo die Sonne scheint, sieht man das richtig gut. So, diese 4 Farben hat Janine mir einfach mal zugeschickt, damit ich sie euch zeigen kann. Und das fand ich wirklich toll. Danke, liebe Janine X. Ich könnte dich knutschen dafür. Dann habe ich dir ja schon geschrieben. Und irgendwann mache ich es auch. Ich umarme dich und knutsch dich. Ja, wir sehen uns ja spätestens mal, wenn so eine Hobbymesse ist, hoffe ich. Ich hoffe ein bisschen früher, ne? Weil. So, wie gesagt, dieses Schimmern sind AB-Steinchen. Bisher kannte ich sie nur in rund. Und jetzt habe ich sie in quadratisch. Und ich bin so aufgeregt. Ich freue mich so drüber. Ich zeige euch mal eben die runde Variante. Muss ich mal eben gucken, wo ich sie hingepackt habe. Da. So, ich zeige euch den Vergleich mal. Ich habe von Diamond Dots die runden AB-Steinchen. Und zwar diese hier. Die kennt ihr schon, die habe ich am Geburtstag gezeigt. Und jetzt zeige ich euch mal den Vergleich. So, hier haben wir die runden und hier haben wir die eckigen. Ich werde jetzt heute und in den nächsten Tagen mal ein Bild machen mit eckigen Steinchen und werde ein paar von den AB-Steinchen verwenden, um mal so ein bisschen Akzente zu setzen. Man kann wirklich die Bilder in die Bilder, die Steine in jedem Bild einsetzen, was man macht, wenn die Farbe stimmt. Wenn man zum Beispiel ein dunkles Rot verwendet, kann man anstattdessen ein paar davon nutzen. Wenn man ein Hochzeitskleid zum Beispiel paintet auf einem Bild, sind Akzente mit diesen Steinchen schon echt richtig der Knaller. An einem Nachthimmel zum Beispiel sind diese Steinchen der Knaller, weil es dann aussieht wie funkelnde Sternchen. Also ich kann es euch nur empfehlen, ne? Probiert euch aus, testet euch mit AB-Steinchen, mit Aurora Borealis-Steinchen. Die Bilder werden schimmern und glänzen und glitzern. Ihr werdet es noch sehen, ich werde euch noch ein paar Sachen zeigen. Ich wollte euch jetzt einfach nur mal diese Steinchen präsentieren und mich ganz doll bedanken für die schöne Post von Janine. Janine, mach dich drauf gefasst. Ich werde in den nächsten Wochen irgendwann auf jeden Fall eine Bestellung bei dir machen. Wenn du nochmal so die Steine reinkriegst, setze ich eine Bestellung auf. Erstmal muss ich noch ein bisschen Geld sparen. Also, wenn ihr mich unterstützen möchtet, da unten ist die PayPal-Adresse, wo ihr spenden könnt, damit ich hier euch noch ein paar Sachen präsentieren kann. Vielleicht noch ein paar leere Leinwände kaufen, um euch zu zeigen, was kann man damit alles veranstalten. Mal schauen. Also, bis dahin. Würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich ein, zwei Steine mit dieser Farbe auf ein Bildchen setze und das zeige ich euch
jetzt direkt im Anschluss. Also, bleibt dran, guckt euch das an. Ich teste so ein bisschen die Steine. Und ich verabschiede mich gleich nach dem Clip. Bis gleich. Seht ihr diese Steinchen? Boah, der Wahnsinn. Also damit werde ich jetzt einen der schwarzen Steine ersetzen. Und zwar genau da, wo schwarze Steine liegen. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Seht ihr direkt diesen Glanz hier unten? Sieht man sofort, ne? So. Hier habe ich jetzt zwei glänzende Steinchen gesetzt. Ich zeige euch das mal von nahem. So. Wenn man jetzt hier zum Beispiel einen Sternenhimmel macht, seht ihr, wie verschieden diese Farben aussehen. Dabei ist es einfach nur ein schwarzer Abi-Stein. Ja. Wenn man einen Sternenhimmel hat, dann kann man hiermit die Sterne setzen. Das ist absolut der Knaller. So, dann setze ich jetzt auch mal einen weißen Stein oder zwei. Um euch zu zeigen, wie der Vergleich zum normalen weißen Stein ist. Ist bei dem Bild natürlich sehr praktisch, weil hier schwarz-weiß ohne Ende ist. So. Dann nehmen wir uns diese schöne Farbe. So. Nur ein paar Steinchen, weil wir ja nun mal einen kleinen Effekt wollen. So. 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 Ich zeige euch jetzt den Vergleich. Ihr seht genau, hier wurden Steinchen gesetzt. Achtet mal drauf. Auf diesen Glanz. Es ist jetzt ein schöner Effekt dazu gekommen. Auf jeden Fall richtig cool. Ich zeige euch die Tage nochmal ein Bild, wo ich sehr, sehr viele von den Steinen benutzen werde. Und ja, bis dahin seid gespannt. Ich wünsche euch viel Spaß mit AB-Steinchen. Also wenn ihr euch welche besorgt, viel, viel Spaß damit. Ich liebe diese Steinchen. Oh, ich könnte mich reinsetzen. Ja. So, das war meine kleine Vorführung und ich verabschiede mich jetzt. So, jetzt habe ich euch mal ein, zwei, drei Steinchen gezeigt. Also, macht es nach, besorgt euch diese Steinchen. Wie gesagt, Janine X hat noch ein paar, soweit ich weiß. Ansonsten kann sie euch bestimmt ein paar Tipps geben. Viel, viel Spaß weiterhin beim Painten. Und ja, nächster Action-Haul kommt so in ein, zwei Wochen. Ich muss erstmal gucken, wann ich wieder Geld kriege. Oder wann mein Mann mir irgendwas spendieren möchte. Die Action-Hauls kommen ja super bei euch an, das habe ich gesehen. Und deshalb werde ich so zwei, dreimal im Monat auf jeden Fall ein Action-Haul machen, je nachdem. Ne, ist ja günstig, Gott sei Dank, der Laden, von daher kann man auch mal für 10 Euro mal da was mitnehmen. Ansonsten, ich bedanke mich nochmal bei allen, die mir geholfen haben, den Arbeitslaptop zusammenzukriegen, damit ich weiterhin Videos machen kann. Ich bin so unendlich dankbar. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Dann wollte ich noch erwähnt haben, ich habe hier noch Stifte. Und da werde ich euch in den nächsten Tagen nochmal zeigen, wie man die selber macht. Na, die haben Glitzer, wie ihr sehen könnt. Ich habe leider nicht mehr viel von diesen Modellierzeugs. Aber kriegen wir alles hier noch hin, ne? Also wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, meldet euch per E-Mail bitte bei mir. E-Mail-Adresse in der Videobeschreibung. Und bleibt mir gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Eure Anni. Tschüss!